Schönen guten Morgen, recht herzlich willkommen zu unserer gemeinsamen Bewegungseinheit. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ja, und wenn wir auf den Kalender schauen, Woche 45 neigt sich dem Ende zu, also von Fit mit Philipp, klar. Jetzt haben wir erst, glaube ich, in der zweiten Woche, aber natürlich Bewegung ist wie immer das Stichwort und heute geht es ein bisschen mehr in die Fusseln, sprich in unsere Beine. Gestern war es ja doch eher mehr oberkörperlastig und wir beginnen gleich einmal, indem wir jetzt einmal am Stand uns bewegen, das heißt, ja, am Stand einmal gehen, aber dabei, drehen wir gleich mal so seitlich hin, achten wir darauf, schön die Ferse nach oben zu ziehen. Ja, das heißt, wir mobilisieren das schön richtig. Genau, unsere Sprunggelenke, die haben wir Freude, wenn wir das tun. Am Stand einmal bewegen, Körperspannung, die ist da. Genau, wir sind nicht bugelert, sondern wir sind aufrecht, wir machen uns groß. So ist es gut. Und jetzt gehen wir mal dahin gemeinsam spazieren. Aber natürlich ein bisschen aktiver. Apropos aktiv, in Guten Morgen Österreich war ja gerade unser Patientenanwalt zu Gast und der hat gesagt, meine Frau, die macht da immer mit und die ist so happy jetzt, weil jetzt kann sie endlich ihr Enkelkind wieder heben. Also es bewegt etwas. Ja? So viel investieren mit so einem Output. Ja? Und wir gehen schon. So, wir sind ein bisschen flotter von der Bewegung her. Nehmen jetzt die Arme mit, schwingen hinein in den Tag und währenddessen wir das tun, schauen wir uns gleich mal das erste Foto an. Die Familie Silgona, und da hat mir der Heinz geschrieben, das weiß ich ja, seine Eltern sind seit einem Jahr, seit Beginn an mit dabei. Ja, die Ingrid und der Walter und auch die Enkelkinder, wenn wir sagen lassen, die Emma und die Clara in den Semesterferien. Also die ganze Familie vereint. So, und jetzt werden wir ein bisschen schneller, das heißt, wir machen unsere Skippings, wir beginnen am Stand zu laufen. Jeder für sich, Körperspannung ist da. Ja, damit wir mal richtig aufwärmt sind. Sehr gut. Auch wenn Freitag ist, trotz all dem, ja, gehen wir richtig Gas. Und da gehen wir, jawohl, Lächeln aufsetzen wie immer. Sehr gut. Und ein bisschen schneller werden. Noch ein bisschen schneller, so gut es geht. Jeder für sich, die Einsteiger machen es halt langsamer. Die Fortgeschrittenen können da das Tempo erhöhen. Ja, da kommt der Kreislauf jetzt richtig in Schwung. So soll es sein. Ja, okay, wir werden wieder langsamer. Merkt man schon, gell? Am Atem auch. Gut, nächster Schritt. Wir fersen an. Am Stand einmal anfersen. Rechtes Bein, linkes Bein. Auch da wieder ganz locker starten. Ganz wichtig für die Damen und Herren, die vielleicht jetzt seit Kurzem mit dabei sind. Ja. Bitte, ja, gibt es Einschränkungen oder Problemchen, das mit euren Therapeuten abklären. Sonst natürlich die Eigenverantwortung. Ja, und dann können wir schon Schwung aufnehmen von der Bewegung, uns von der einen zur anderen Seite zu bewegen, ein bisschen im Takt mitswingen. Ja. Und apropos, wir schauen jetzt gleich einmal nach Klagenfurt, da hat mir die Claudia ein Foto geschickt. Genau, die ist seit 3 Wochen mit dabei. Ja, hat immer wieder sehr viel Spaß, vorher war es nicht so und auch ihre Töchter, die Elena und die Emma, tun mit. Und sie hat mir geschrieben, ja, anfänglich, also so Krafttraining, Körpergeschichten haben mir keinen Spaß gemacht, aber jetzt merkt sie, es tut sie was. Okay, nächster Schritt, wir geben unsere Finger, also unsere Arme nach hinten und berühren mit unseren Fingerspitzen unsere Fersen. Und auch da können wir schön im Schwung von der einen zur anderen Seite gehen. Also Dynamik, wer möchte, Einsteiger ganz normal, langsam beginnen, ja, langsam. Ja, gestern habe ich mit einer Dame telefoniert, die Melanie, und zwar die ist aus Salzburg, aus Thalgau, und die hat mir geschrieben, dass ihre Bewohnerinnen, ja, aus dem betreuten Wohnen in Thalgau eben fleißig mit dabei sind. An dieser Stelle einen wunderschönen guten Morgen auch an euch. Und die merken auch, dass ihnen gut tut. So, nächster Schritt. Wir machen das Ganze diagonal. Das heißt, linke Hand, rechte Ferse oder linke Fingerspitzen, rechte Ferse. Ja? Und da schön langsam, auch von der einen zur anderen Seite. Ich drehe mich um. So, genau, zack. Und auch da können wir richtig schön, so sieht es von hinten aus. Ja, komm wieder zu euch. Das Ganze kann man im Drehen machen, fast ein bisschen wie bei Dancing Stars. Und da machen wir schon. Und da geht es natürlich dann auch schneller und dynamischer. Und wir lassen die Atmung fließen. Wir machen Spaß bei dem, was wir machen. Der Spaß ist immer ganz, ganz wichtig. Genau. Wenn ihr merkt, es ist euch zu viel, dann macht eine kurze Pause, steigt wieder ein.
Sehr schön. Und wir gehen schon rechts, links. Okay, wir bleiben in Bewegung, atmen einmal kurz durch. Wir gehen jetzt gemeinsam auf die Loipen, ja? Und zwar fangen wir an, lang zu laufen. Ich drehe mich wieder zu euch einmal hin. Ja? Lang laufen, kleine Bewegungen. Man kann schön auf der Loipe spazieren gehen. Das macht richtig Spaß. Man kann es auch ein bisschen sportlicher machen oder dann richtig dynamisch. Ja? Kann man da schon genau in der Natur sich bewegen. Stellen wir uns vor, hoppala, meine Flasche umgehauen, ein klassischer Fersler. Ja, zack, und da gehen wir schon. Bewegen wir uns, ja. Und dann kann man kurz einmal so bleiben in der Position, lange Bewegungen machen. Oder wie gesagt, die Einsteiger gehen halt nur ganz langsam einmal spazieren. Auch ihr könnt einmal kurz so bleiben und dann weiter, zack, langsam und dann ein bisschen schneller werden. Ich komme wieder zu euch und gemeinsam fahren wir jetzt. Ja. Und jetzt würde ich sagen, ein bisschen mehr Tempo, okay? Etwas mehr Tempo. Ja. Und währenddessen wir hier schneller werden, schauen wir uns kurz den Ben noch an. Da haben wir noch ein Foto. Habe ich gekriegt von der Ingrid. Ja, wo ist er? Da ist er schon, der Ben. Die Oma Ingrid und der Opa Alfred aus Bottendorf in Landeck. Ja, die sind auch mal mit dabei. Ja, und ich würde mich freuen, auch über eure Fotos, noch mehr über Videos, am besten an fitmitphilipp@orf.at. So, wir kommen schön langsam, wir rollen aus, wir gleiten aus, in der Loipe, steigen raus, herrlich. Geht's euch gut? So, das ist wichtig. Jetzt kommen unsere Oberschenkel dran, das heißt, wir gehen in die etwas größere Grätsche, so gut es geht. Jetzt mit unserem Gesäß nach unten. Körperspannung ist da. Ich stelle mich auch seitlich nochmal hin. Also, nach unten gehen. Körperspannung ist da. Arme gehen wir nach vorne. Und jetzt bewegen wir uns von rechts nach links oder von links nach rechts. Ja. Achtet darauf, bitte. Körperspannung, ja. Nicht nach vorne. Genau. Komm wieder zu euch. Kann man nicht breiter machen, auch die Hocke. Und wir bewegen uns. Ja. Das tut gut. Unsere Oberschenkel, die freuen sich. Und da geht schon dahin. Rechts, links. Sehr gut. Atmung fließen lassen. Wie gesagt, wenn es zu extrem ist, ja, macht es ein bisschen kleiner. Kleine Bewegungen einmal probieren. Ich brauche nicht zu weit in die Hocke gehen für die Einsteiger. Fangen halt einmal an. Probieren einmal. Schauen, wie es da geht. Dann kann man breiter werden. Ja. Man kann natürlich auch dann weiter nach unten gehen. Das überlasse ich ganz euch. Ihr spürt es am besten selber. Ja. Aber natürlich, wir wollen uns ja verbessern. Ja. Das sollte unser Ziel sein. Und wir gehen schon von rechts nach links. Sehr gut. Und noch 5, 4, 3, 2, 1, kommen wir zur Mitte. Jetzt machen wir ein bisschen was für die Balance. Kurz durchatmen. Ja. So, Knieheber sieht folgendermaßen aus. Ein Bein verwurzeln wir. Dann heben wir das andere Knie an. Ja. Hoppala, ich wackel heute auch. Arme nach vorne. Und dann bewegen wir unseren Körper nach vorne. Ja, so gut es geht. Einsteiger vielleicht da, Fortgeschrittene da. Schaut mal, wie gut es geht. Kommen wieder retour. Heben praktisch wieder an. Ja, ich merke es auch, wie es wackelt. Dann machen wir was für die Balance. Und geht schon. Ja, genau. Kommen wieder nach vorne. Ich komme wieder zu euch. Dazwischen natürlich wieder das Bein wechseln. Gescheit verwurzeln. Arme nach vorne. Und dann geht schon. Probieren wir. Schaut mal, wie es geht bei euch. Ja, vielleicht nur so. Oder ein bisschen weiter. Oder noch weiter nach vorne. Ja. Das heißt, wir merken richtig, wie unser Standbein hier stabilisieren muss. Ja, stabilisieren, ich merke es gerade. Die Fußsohle ausgleicht, ja, damit wir gut stehen. Und wieder nach vorne. Wir kommen wieder zurück. Einmal geht's noch. Schauen wir mal, wirklich, macht so gut es geht. Ja, einmal noch. Und dann machen wir noch zweimal auf der anderen Seite. Hopsi, schaut her, ich komme heute aus dem Gleichgewicht. Es ist nicht immer jeder da gleich. So, noch einmal verwurzeln, andere Seite, jeder für sich zu Hause und wir probieren es wieder. No, der
Der rechte, der will heute nicht so richtig. Genau, wieder nach vorne gehen. Sehr schön. Und geht schon. Komm. Ja. Und einer geht noch. Einer geht noch. Sehr schön. Einer geht noch. Okay, wir kommen zur Mitte. Seitliche Balance ist gefragt. Da schauen wir, dass wir ungefähr so schulterbreit stehen. Geben unsere Arme nach oben. Stellen wir uns vor, wir haben da jetzt Skistecken oder so in der Hand. Und jetzt bewegen wir uns. Von der einen zur anderen Seite. Ganz langsam einmal bewegen. Anfangen, leichte Neigung. Und dann kann man die Neigung natürlich da verstärken, intensivieren, weiter rüber zu gehen. Jeder so gut es geht. Ja, Gleichgewichtsübung. Hopsi. Und noch austariert. Im zweiten Fuß nicht verwendet. Jawohl. Das ist, da trainierst, habt ihr gesehen, mit einem Bein. Ja, da kann man austarieren. Sehr schön. Und andere Seiten. Genau, und wir kommen wieder zurück. Und andere Seiten. Ja. Und einmal noch links. Vielleicht kurz halten. Ja, das kann man auch machen. Probiert es einmal in einer Position, wenn ihr seid, so gut es geht. Jetzt ein bisschen mehr als zuvor. Schauen. Lächeln aufsetzen, Körperspannung ist da. Und jetzt einmal kurz zu halten. Haltet es einmal. Ja, das geht richtig rein. Und einmal auf die andere Seite, weil es schon schön ist. Auch da kurz halten. Hoppala. Genau, da machen wir was in der Balance. Hui. Und bevor es zur Abfahrt geht, atmen wir mal kurz durch. Schauen aber, dass wir wieder eines unserer Beine verwurzeln. Und jetzt beginnen wir ganz locker da mal mit unserem Bein zu schwingen. Sieht man auch öfters vor den Weltcuprennen. Da stehen wir uns dort mit den Skistecken, halten sie an. Genau, mobilisieren da richtig schön. So soll es sein, ganz wichtig, schwingen vor, zurück, damit wir gescheit aufwärmt sind. Heute geht es ja nach Südtirol, nach Holstein, nach Gröden von der Abfahrt her. Ja, schön schwingen. Genau, aufgewärmt sein, kleine Bewegungen größer werden. Okay, dann nehmen wir das andere Bein auch da wieder verwurzeln. Wir stellen uns vor, wir haben unseren Skistecken da. Fangen klein an. Ja. Und das geht schon. Ja, schön nach vorne. Sehr gut. Ja, ja, alles gut. Ich höre gerade von der Karin, wir müssen ein bisschen Gas geben. Alles in Ordnung, Karin. Wir schwingen. Genau. So, Herrschaften. Ich hoffe, ihr seid bereit. Wir gehen jetzt nach Gröden und lieber Hans Knaus, jetzt bist du an Bord. Ja, bitte anschnallen, könnte Turbulenzen geben. Bis zu 17 Mal werden wir da oben abheben, habe ich mitzählt. Also, bitte während der Start- und Landephase nicht die Toiletten benutzen. Auf geht's! So, vom Start schieben wir ganz brutal weg. Jetzt flach weg. Und jetzt einfach zum ersten Sprung. Und der erste Hopser runter in die Kompression, zum Tor, drücken und wieder in der Luft. Schlüsselstelle, diese Linkskurve von Morosprung und yeah! 40 Meter Sprung. Ja, der Hans, der weiß, wie es geht. Übrigens, Kitzbühel-Sieger, ja, 1999 habe ich ihn wieder gesehen. Starker Typ, der Hans. So, und jetzt heißt es extrem gute Hocke fallen, wieder abkommen. Durchschnaufen ist gut. Die Position einnehmen. Leicht von links zum nächsten Sprung. Und jetzt vorbei an der Mittelstation. Runde Linie. Mein Gott, Mittelstation, da war das Kind immer früher in Südtirol. Das war schön. Und jetzt geht's richtig auf die ganze Garde. Stickel haben wir noch, die Hälfte haben wir schon. Aufsprung. Sofort nach links. In die Mauer. Widersprung. So, jetzt mit vollem Karacho. Richtung Kamelbuckel. Buccolo Camelo. Jetzt bin ich Tempo. Ich gehe links vorbei. Da hin wir leicht ab. Dritten. Und jetzt sind wir wieder auf der Ideallinie. Ich bin einfach zu langsam zum Drüberspringen. Aber jetzt. Da vorne. Einfahrt in die Chaslat. Linkskurve in zum Tor. Jetzt ein bisschen wegziehen und yep. Wow, das war fast zu weit. Und gehen wir, Herrschaften, dann jetzt bleiben wir noch dran. Komm. In dieser Buckelpisten. Ja, komm. Jetzt braucht man die letzten Sekunden, weil mir brennt es auch schon. Ich setze. Aufsprung. Nächste Welle.
Ja, bist du schön. Doch jetzt dahin. Boah, die Oberschenkel brennen. Jetzt vorletzter Sprung. Und yeah. Ja, brennt schon. Herrlich. Jetzt mit 130 Sachen Richtung. Das geht, da sind wir noch. STV-Leute unterwegs. Zielsprung. Die Rückfrage. Und durch die Ein Traum, die Piste. Einfach. Bist du narrisch? Wie geht's euch? Anstrengend. Der Schweiß rinnt mir runter. Ich würde sagen, jetzt nehmen wir mal ein Schluckerl. Haben wir uns verdient. Ja, eine weitere Woche neigt sich dem Ende zu. Bitte denkt dran. Geht's raus am Wochenende, bewegt euch in der freien Natur. Die Übungen, die wir machen, die ein oder andere, probiert auch die draußen auszuüben. Oder geht's raus, macht's Atemübungen. Wisst ihr, einatmen und wirklich auch alles ausatmen. Ja? Also Bewegung ist Leben. Ja? Für die Damen und Herren, die sagen, sie würden auch gerne am Wochenende mitturnen, gibt's die Möglichkeit in der ORF-TV-Thek. Ja? Und wenn man fleißig trainiert, dann darf man auch was essen. Heute zum Beispiel gibt's bei meiner Kollegin Silvia Schneider Kaspressknödel mit Joghurt-Dip. Auch nicht schlechte Geschichte. Ich wünsche euch auf alle Fälle ein schönes Wochenende. Wir blasen noch ein bisschen aus. Wie immer ganz, ganz wichtig auch für alle Damen und Herren, vor allem für die Älteren, haben wir sagen lassen. Ich weiß von meiner Oma früher mit dem Trinken. Ganz, ganz wichtig, trinken, 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 denn die Zelle, die muss schwimmen. Und ich freue mich schon, wenn wir uns am Montag wieder hier bei Fit mit Philipp sehen.